Jeder kennt sie. Diese Torte, diese Uhr, diesen Hut. Doch auch die Region, aus der sie kommen? Der Schwarzwald, im Südwesten Deutschlands zwischen Rhein und Bodensee gelegen. Die Menschen trauten sich erst im Mittelalter in diesen dunklen, schwarzen Wald. Dort lockten Silber und Eisenerz, Holz und Land. Arbeit für Bauern, Köhler, Glasmacher und Tüftler. Der Schwarzwald früher. Dichte Buchenwälder prägen die Landschaft. Immer tiefer arbeiten sich Köhler vor in den undurchdringlichen Wald. Seit dem Mittelalter fällen sie Bäume, weit weg von Dörfern und Transportwegen, und produzieren Holzkohle. Um das karge, einsame Leben des Köhlersohns Peter Munk geht es in Wilhelm Haufs Märchen Das kalte Herz. Wenn Peter an seinem Meiler saß, stimmten ihn die dunklen Bäume umher und die tiefe Waldesstille traurig und rührten sein Herz zu Tränen. Es betrübte ihn etwas. Er wusste nicht recht was. Endlich merkte er, was ihn ärgerte, und das war sein Stand. Ein schwarzer, einsamer Kohlenbrenner, sagte er sich. Es ist ein Elendleben. Dabei war die Holzkohle über Jahrhunderte ein wichtiger Rohstoff. Die Schmiede auf den Vorplätzen der Bergwerke brauchten sie, um die scharfen Eisen und Schlägel für die Bergleute zu schmieden. Große Mengen an Holzkohle benötigte man auch, um die Schmelzöfen anzuheizen. Holzkohle erreicht höhere Temperaturen als Holz bei der Verbrennung. Die braucht man, um Silber oder Eisen zu verhütten. Die Köhler fällten überwiegend Buchen. Die geben die beste Holzkohle. Das traditionelle Köhlerhandwerk ist bei uns heute weitgehend ausgestorben. Doch den Förster Philipp Schell interessierte dieses alte Handwerk. Irgendwann wollte er bei einem der letzten Köhler in die Lehre gehen. Lernen kann man es nicht, hat ein Köhler zu mir gesagt, den ich mal besucht habe. Weil ich einfach auch, ich habe gesagt, ich interessiere mich für Köhlerei, kann ich mal vorbeikommen? Können Sie mir das zeigen, ja, dass ich das lernen kann? Dann sagt er, das kann man nicht lernen, das muss man ausprobieren. Und deshalb probierte er es, inzwischen zum vierten Mal. Und stellt aus Buchen- und Ahornholz in einem Kohlemeiler Holzkohle her. Ein stabiler Unterbau ist wichtig, denn der muss ca. 35 Tonnen Holz tragen. Das sind fast zwei Sattelschlepper Ladung. Unter den Brettern kann die Luft zirkulieren. In der Mitte der Bodenplatte wird eine Art Kamin, der sogenannte Quandel, ausgespart. Darin wird später der Meiler angebrannt. Eine Köhlerfamilie im Mittelalter brauchte mehrere Wochen, um einen Meiler aufzubauen und abzubrennen. Sie mussten die Bäume fällen, das Holz spalten und zum Meilerplatz tragen. Philipp Schell hat zum Glück 15 fleißige Helfer dabei. Wie lange dieser Prozess genau geht, kann ich nicht vorhersagen. Die ist abhängig bei so einer Art von Meiler natürlich von den äußeren Bedingungen. Das heißt, von Temperatur, von Niederschlag, von Sonneneinstrahlung, von Wind. Ja, damit läuft dieser Prozess schneller oder langsamer. Ich gehe jetzt mal davon aus, bei dieser Menge von Holz, die in diesem Meiler drin ist, dass in 14 bis 18 Tagen das Ganze erledigt ist. Dann wird dieser Meiler, dann ist er durchgeschwält und geht von alleine aus. Dank der vielen helfenden Hände und des Einsatzes von Maschinen steht der Holzaufbau am frühen Nachmittag. Sorgfältig werden die Holzscheite um den Kamin geschichtet.
Der Holzberg wird dann mit Fichten und Tannenreisig rundherum abgedeckt. Manchmal nahm man auch Stroh oder Gras für das sogenannte Raudach. Diese Abdeckung ist notwendig, damit die nächste Schicht an den steilen Außenwänden hält. Erde wird aufgebracht. Sie ist gemischt mit Kohleresten vom letzten Meiler, der sogenannten Lösche. Die Erde wird immer wieder festgeklopft und gestampft. Je fester die Schicht, desto besser wird das darunterliegende Holz luftdicht abgeschlossen. Gelangt zu viel Sauerstoff ans Holz, würde es verbrennen und keine Kohle, sondern nur Asche übrig bleiben. Philipp Schell bohrt Löcher auf allen Seiten in den Meiler. Die kann er öffnen und schließen und so gezielt Luft zuführen. Gerade so viel, dass die Glut im Gang bleibt und das Holz langsam verschwelt. Am Abend, kurz vor der Dunkelheit, ist es soweit. Der Meiler kann angezündet werden. Heiße Glut wird in den Quandel, in den ausgesparten Hohlraum in der Mitte, gefüllt. Philipp Schell stochert kräftig in der Glut, um sie zu verdichten. Es sollen möglichst wenige Hohlräume mit Sauerstoff im Quandel bleiben. Schließlich legt er noch etwas Holz nach. Dann kommt ein Eisendeckel auf den Kamin. Die Glut soll sich langsam in den Holzstapel fressen. Jetzt beginnen die langen Tage und Nächte, in denen der Meiler rund um die Uhr bewacht werden muss. Die Köhler in früheren Zeiten ziehen mit ihren Familien tief in den Schwarzwald. Dorthin, wo das Holz für andere Zwecke wegen des weiten und schwierigen Transportes nicht genutzt werden kann. Die Kinder müssen natürlich mitarbeiten und Holz heranschaffen. Die Frauen versorgen die Familie. Häufig ist eine Brotsuppe die einzige warme Mahlzeit. Und es ist ein hartes Geschäft, körperlich sehr, sehr anstrengend, was den Aufbau angeht. Ich muss das ganze schwere Holz transportieren, muss es spalten. Die mussten es früher von Hand sägen. Und dann ist es natürlich während des Abbrandes, während des Schwelprozesses, ist es insgesamt auch psychisch belastende Arbeit, weil zumindest in den ersten Tagen eigentlich der Köhler die ganze Zeit wach beim Meiler sein muss, um diesen Abbrand zu steuern. Und kann man sich vorstellen, wenn man dann zwei Wochen oder noch länger eigentlich fast schlaflos ist, ist es also auch für den Körper ziemlich belastend. Die Köhler waren früher bei der Bevölkerung schlecht angesehen, wurden gemieden, waren als kauzige und schwierige Menschen verschrien. Eine Woche schwelt der Meiler schon. Immer wieder muss Philipp Schell Holz nachlegen, um die Glut in der Mitte des Meilers in Gang zu halten. Stündliche Kontrollgänge sind nötig. Jederzeit kann der Meiler an irgendeiner Stelle einbrechen, da sich die Masse im Inneren verringert. Kommt dann Sauerstoff an das Holz, verbrennen große Mengen in kürzester Zeit. Deshalb sucht Philipp Schell regelmäßig nach verborgenen Hohlräumen und repariert die Erdschicht bei Bedarf. Ein gefährlicher Job. Philipp Schell ist schon einmal bei dieser Arbeit bis zur Hüfte eingebrochen. Der Wissenschaftler Thomas Ludemann ist auf dem Weg zum Gipfel des Schauinsland. Er sucht nach Spuren alter Meilerplätze.
Er hat einen Blick für Landschaftsveränderungen und findet erste Indizien. Kohlestücke auf einem Maulwurfshügel. Eine ebene Fläche an einem Hang. Ein weiterer Hinweis. Die Maulwürfe haben das Schwarze nach oben befördert. Holzkohle. Ein Spatenstich genügt und er ist mitten in der Kohleschicht. Er nimmt Proben, die später im Labor untersucht werden. In den Wurzeln eines umgestürzten Baumes findet er die Reste eines benachbarten Meilers. Thomas Ludemann legt die Schicht aus Kohleresten frei. Die meisten Kohlplätze haben einen Durchmesser von 8 bis 10 Metern. Ihn interessiert, wie alt das Holz ist und welche Bäume zu Holzkohle verschwelt wurden. Er notiert die genauen Positionen der Meilerplätze. In einem Gebiet um den Gipfel des Blauen im Südschwarzwald ist er zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Auf einer Fläche von 2x3 Kilometern konnten dort fast 500 Meilerplätze aufgespürt werden. Diese Plätze waren in der Zeit von 1650 bis 1850 in Betrieb. Ob der Berghang dadurch irgendwann kahl wurde, wissen die Wissenschaftler nicht. Denn innerhalb von 200 Jahren wachsen natürlich auch viele Bäume nach. Zurück zu unserem Meiler. Nach ca. 20 Tagen hat sich die Glut kontrolliert durch den ganzen Holzstoß gefressen. Alles Holz ist zu Holzkohle verschwelt. Der Meiler ist stark eingefallen. Es wird spannend. Hat sich die Mühe gelohnt? Mit schwerem Gerät wird der Meiler geöffnet. Es sieht gut aus. 4 Tonnen sind als Kohle übrig geblieben. Gut 1/10 der ursprünglichen Holzmasse. Philipp Schell ist zufrieden. Er hat, wie es der alte Köhler ihm riet, beim selber Probieren wieder dazugelernt. Noch immer müssen die Kollegen aufpassen, dass Glutnester sich nicht entzünden und wertvolle Kohle vernichten. Man sagt, die Holzkohle ist dann gut, wenn man auf der Oberfläche diese Regenbogenfarben sehen kann. Ja? Sehen Sie so, mit diesem Violett, und ja, dann ist die wirklich wie Graphit. Also mehr Silber als Schwarz. Und wichtig, Kriterium für gute Holzkohle, sie klingt, wenn man sie aneinander schlägt. Ja? Die Musik. Vor über 200 Jahren wird die Steinkohle wichtigster Brennstoff und die Holzkohle verliert an Bedeutung. Der Beruf des Köhlers stirbt fast aus. Was für mich das Interessante ist, ist so dieses intensive Zusammenleben mit diesem Meiler. Man lebt da ein bisschen mit, die Dynamik, die da drin steckt, die Veränderungen im Tagesablauf, das ist das, was doch irgendwo auch faszinierend ist. Und dann natürlich, dass man sagt, man arbeitet 2 Wochen sehr intensiv damit und hinterher habe ich gleich ein Ergebnis. Sehr oft im Beruf gibt es leider zumindest bei uns Förstern nicht. Da geht es 30, 50 oder 100 Jahre, bis man das Ergebnis seiner Arbeit erkennen kann. Und man dann aus groß gewordenen Buchen oder Ahorn neue Holzkohle machen kann.